Jo Leute, willkommen zurück zu Soulstone Survivors. Ich hatte das in einem anderen Video mal angemerkt, dass ich Probleme mit einer Festplatte habe. Deswegen sind mir ein paar Aufnahmen abhanden gekommen. Ich weiß überhaupt nicht, welche Aufnahmen jetzt noch hochgeladen sind von Soulstone. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es, glaube ich, gerade mal die ersten zwei Videos waren. Es sind 10 Aufnahmen, glaube ich, weg von Soulstone. Ist also ein bisschen was passiert. Ist aber auch nicht schlimm, finde ich. Und ich habe mir gedacht, weil das jetzt so ist, fangen wir heute mit einem komplett neuen Charakter an. Ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen. Die Myrmidonen. Wie sieht denn eigentlich aus mit... So, ich bin inzwischen so weit, dass ich alle meine Charaktere mindestens auf 170 habe, außer halt diesen vier, weil das sind so für mich die... Ja, kann man machen, muss man aber nicht, ne? So, jetzt habe ich das schon wieder freigeschaltet. Ja. Die Myrmidonen, ja. Okay. Runen. Wir werden so ein ganz casual Standardbild nehmen. Ich würde schon gern viel mit der ausprobieren, aber. Lassen wir es mal. Wenn du auf diesem Level Kräfte für die Fähigkeiten hältst, bei deinem nicht. Nee. Ah, okay. Finde ich nicht schlecht. Das ist... Nee. Da ist er. Nee, stimmt nicht. Doch, das ist der. Habe ich das sonst immer auf Englisch gelesen? Ja, ich möchte mir direkt zum Anfang was bauen. So. Joa. Ich würde sagen. Spielfigur Details. Was kannst du denn jetzt eigentlich so? Fertigkeitenliste? Scheinbar ein Ice-Charakter. Mhm. Eisvenen. Das ist ein neuer Zustand. Kenne ich gar nicht. Okay. Wobei ich auch nie Eis spiele. Also Eis ist so für mich der allerletzte die allerletzte Fähigkeit. Also es ist Schrumpf. Okay. Na gut, gucken wir mal. Und wir werden einmal das ganz normale spielen ohne viel Shishi. Ich möchte erstmal reinkommen in den Charakter. So, wir fangen ganz normal an, Standard an. Gucken wir mal, was bei rumkommt. So. Da ist irgendwas geheilt. Okay. Was ich jetzt schon kacke finde, ist die Langsamkeit von dem Viech. Also es ist schon jetzt für mich ein
ein absolutes Downgrade. Aber ich sag mal so, das ist ja ein Kettenblitz mit Eis. Wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Wobei, das ist stärker als der Kettenblitz. Es drückt auch viel, viel mehr Damage für den Anfang und viel, viel weiter. Boah, davon will ich nichts haben. Arkane Kraft wird sein. Ich würde sagen, wir spielen mal Eis. Auch wenn ich Eis, wie gesagt, ich mag Eis überhaupt nicht. So, jetzt die Frage. Arkane Funken oder das Totem? Ich würde die Funken nehmen. Und den Schneesturm. Da würde ich sagen, also es wird einer der Lichtstrahlen werden. Ja, ne? Moment, entblößt. Nehmen wir den. Ach, jetzt habe ich rerollt. Ja, komm hier. Und das setzen wir über die 3. So, Schadenserhöhung, Schadenserhöhung. Ich nehme den. Jo, den 3, zack, zweimal genommen. So. So, sind die kleinen Mistviecher bei mir? Sind die dafür da, dass ich geheilt werde? Also kann ich mich dadurch jetzt die ganze Zeit heilen oder was? Ja, sagen wir mal ein. Der Eisstoß. Angriffstempo. Ich hatte eigentlich nicht vor, auf Crit zu gehen. Aber vielleicht mache ich es trotzdem. Ich würde sagen, wir sind soweit ganz gut aufgestellt. Schadenserhöhung. Definitiv. Ich habe in letzter Zeit viel mit dem Ingenieur gespielt. Deswegen finde ich den Leviathan gar nicht so schlecht. Aber ich bin eh schon so scheiße langsam und hab auf dem Charakter halt noch überhaupt nichts, um das auszugleichen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal den flatten Schaden. So, Hauch von Eis, ganz wichtig. Ich bräuchte halt mal ein bisschen mehr Crit-Chance, ne? Okay, ich kann mit dem echt stehen bleiben. Das ist echt der Hammer. Also ist in dem Spiel nicht normal, dass man stehen bleibt. Und wie ihr seht, kann ich das auch nicht. Aber trotzdem, dass ich überhaupt so lange stehen bleiben durfte, ohne... Das ist wirklich eine Heilung. Alter, wie OP ist die denn bitte? Also, um das einmal deutlich zu machen, es ist im Normalfall so, dass man auf höheren Schwierigkeitsgraden, egal ob jetzt mit Fluch oder mit Weitermachen halt im Overlord oder im Unendlichkeitsmodus, das Leben einfach so brutal selten ist und so brutal wichtig ist. Also jeder Hit zählt da. Und
beziehungsweise sollte vermieden werden. Und der, die kann sich einfach heilen, die Myrmidone oder was? Wie asozial ist das denn, ey? Eher mehr, um die Statuse zu pushen. Ich würde gerne den Hauch von Eis nehmen, aber das ist nicht so gut, um den zu blocken. Aber ich nehme die tödliche Wirkung, einfach um ein bisschen in die Kritze reinzukommen. Oh, den Blizzard erhöhen. Ich weiß, dass er nicht Blizzard heißt, aber ist egal. Den Blizzard erhöhen von der Größe her. Oder halt noch mehr Schaden mit dem Dreizack. Welche von denen sind denn Arkan? Ah, Arkan. Ach so, Arkane Funken sind sogar. Sind sogar gar kein Eis. Hm. Okay. Ich nehme die Schadenserhöhung. Expansiv. Wie gesagt, ich spiele einfach nie Eis. Wieder das gleiche Problem. Ich würde gerne Hauch von Eis nehmen. Aber beide Schadenserhöhungen sind besser und ich. Kraftvolle Schläge oder die Schadenserhöhung fürs Frosttotem. Den flatten Schaden nehmen wir. Ja. Jo. Jo, 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 jo. Das sind vier von. Von 6 Fähigkeiten. Aber ich glaube, ich nehme den. Echt, also. Arkane Funk und Eisstoß. Schadenserhöhung. Nochmal die Schadenserhöhung. Ja, tödliche Wunde. Und nochmal tödliche Wunde. Warum sage ich eigentlich immer Wunde? Tödliche Wirkung. So. Weil, wenn ich nur so spiele, dann lese ich das auch nie vor. Inzwischen kann ich mit den Bildern genug anfangen, dass ich weiß, okay, nimmst du das und dann ist gut. So. Okay. Zack. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den nicht sogar noch später austauschen möchte. Ja. Kraftvoll. Tödliche Wirkung. Ich muss den tauschen. Ey, ganz ehrlich, das geht mir voll auf die Nüsse. Tempo ist halt jetzt schon echt. Wäre schon echt praktisch, aber expansiv ist halt echt gut. Ich nehme trotzdem wendig. Man merkt's direkt. Aber man merkt direkt, wenn man dann doch schneller ist. Ich finde die Viecher einfach fucking OP, ey. Ja, vor allem, was soll der Schwachsinn? Also, das ist für mich der Touch too much. Es ist ja auch kein Pay-to-Win, also das ist ja ein Update, was ja alle kriegen. Wenn es jetzt noch Pay-to-Win wäre, dann wäre das ja noch übler, aber ich sag mal so, das ist ja lächerlich stark. 20% expansiv. Also 15% mehr. Nehmen wir. Dann nehmen wir aber das magnetisch. Du hast auch kein Eis drauf, ne? Nee. Weil davon kann ich nichts gebrauchen. Wobei, doch, ich kann dich gebrauchen. So. Widerstandsfähigkeit. Dass wenn ich getroffen werde. Also ganz ehrlich, mit der kannst du einen richtig heftigen Tank bauen.
Es gab schon Runs, da konnte ich teilweise echt nicht mehr sterben. Da bin ich bis in Overlord 10 nachher reingegangen, wo ich halt hauptsächlich nur gesessen habe und gewartet habe dann. Weil der Sprung von Overlord 9 auf Overlord 10 ist einfach so immens. Aber halt einfach durch die vielen Debuffs ist das dann sprunghaft auf einmal runter. Das war schon nice. So. Und das liegt halt einfach daran, nicht am Damage. Also der Damage kommt bei mir zumindest eigentlich immer von ganz allein. Meistens durch die Debuffs. Aber was gar nicht, was gar nicht geht, ist einer, der ständig dodgen muss und nie getroffen werden kann. Habe ich eigentlich nie in den höheren Leveln. So. Also Defensive ist definitiv notwendig. Brauche ich irgendwas davon? Ist irgendwas besser als Arcanes Licht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist alles Schrott. Das ist alles Schrott. Mehrfachwirkung. Effektiver Bereich. Kraftvolle Schläge. Ich habe jetzt gerade über Macht nachgedacht, aber wobei die Hälfte der Zeit ungefähr. Nee, komm, das steckt. Perfekt. So. Ja. Okay. Das sind noch Zauber, oder? Oh, das ist alles für. Das ist magisch. Physisch. Magisch und physisch. Die das hier richtig gut pushen würde, die sind halt physikalisch, ne? Also ich hätte gerne das hier drauf gehabt. Ja, komm. Mehr Schaden ist gut. Noch mehr Schaden ist noch besser. Wenn man da mal kurz unten links hinguckt und abgelenkt ist und einfach nur links-rechts wobbelt, dann wird man auch mal getroffen, ne? Aber mit der Myrmidone, das ist ja kein Problem. Die heilt sich dann ja einfach wieder. Zack! Gehalt. Ich finde das so lächerlich. Also tut mir leid. Ich stehe ja auf starke Charaktere, aber die müssen dann halt auch irgendwo einen Drawback haben. So, also eine Glascannon sein oder sonst was. Aber die Myrmidone startet mit 170 Leben. Es ist flat, das ist ein neuer Charakter für mich. Ich bin auf Level 47 und bin meiner Meinung nach schon so stark, dass ich wahrscheinlich jetzt schon mit Flüchen um mich hätte werfen können. Also das ist lächerlich. So, den möchte ich austauschen. Das heißt Widerstandsfähigkeit oder unbezwingbar. Ich nehme unbezwingbar. Wobei eigentlich müsste ich nur die Rüstung pushen. Eigentlich müsste ich nur die Rüstung pushen. Wenn ich den Schaden einfach auf so minimal runterdrücke, dass ich mich selber die ganze Zeit heilen könnte. Ich meine, keine Ahnung.
Das kann doch nicht gewollt sein. Oder habe ich irgendwas verpasst? Also ja, ich habe ein, zwei Tage nicht gespielt. Aber die haben ja nicht jetzt irgendwie dazugefügt, hey, du wirst regelmäßig geheilt. Unter dir. Also es muss eine Fähigkeit von der Myrmidone sein. Und dann, wie gesagt, es tut mir leid, das ist lächerlich stark. Weil wie gesagt, mit genug Verteidigungs-Upgrades stehe ich einfach. So. Dann können die mir nicht so viel Schaden drücken, wie ich Schaden kriege. Ach, wie ich Schaden heile. So. Also ich bin Overlord-Fan. Ja, wir gehen in Overlord. Feierabend. Diskutieren wir gar nicht rum. Hä? So. Ich wollte gerade sagen, hä? Oh. Ich war noch am Rumexperimentieren. Lass mich mal in Ruhe, bitte. Also es geht meiner Meinung nach schneller, gibt mehr Prestige, also mehr Erfahrung für den Charakter. Und ist für mich auch der leichtere Weg. Ist nachher vom Scaling her so extrem schnell und fürs Farmen empfehle ich immer noch den Endlos-Modus. Aber wie gesagt, das sind die Dinger fürs Grinden. Ist Overlord immer noch besser als Endlos-Modus. Hier kommen halt die ganzen Elite-Gegner, geben mehr Punkte. Man schafft, also ich habe es für mich getestet. Ich komme in. Oh, perfekt. Das habe ich nicht geguckt, aber du bist eine Eisfähigkeit, ne? Du bist sogar eine magische Eisfähigkeit. Das ist sehr gut. Oh. Aber ich möchte gerne den weiter haben. Multicast. Ja, nehmen wir. Warum habe ich das jetzt eigentlich? Achso, nee. Blödsinn. Ich bin ja schon weiter. Achso, kann aus jetzt. So, Overlord hat jetzt halt das Problem, wir müssen immer noch relativ zügig sein und mir fehlt es ein bisschen an Damage. So, das ist aber normal bei jedem neuen Charakter. Dadurch, dass ich keine. Ich habe weder die Fähigkeit freigeschaltet, noch die Runen, die passend dafür sind, noch habe ich die ganzen Skills freigeschaltet. Also alles unter Level 100, 110 kommt nicht allzu weit in den Runs. Ja. Ich könnte jetzt volles Risiko gehen und wirklich nur auf Damage gehen. Was ich auch tun werde. Sagen wir ehrlich, mach ich. So. So. Boah. Ja, komm, Crit. Danke. So. Effektiver Bereich auf 50% erhöht. Oder dich? Nee, komm hier, der Blizzard ist schnell. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Schadenserhöhung. Ups. So. Zack. Da haben wir es doch schon. So. Aber wie gesagt, die ersten paar Runs kommt man eh nicht so weit. Es fehlt halt einfach an zu vielen Dingen. Vor allem fehlt es mir jetzt zum Beispiel komplett an Erfahrung.
Ich persönlich muss sagen, bis jetzt, was ich von dem Charakter gesehen habe, wenn das Ding jetzt noch irgendwie eine absolut krass kranke OP-Fähigkeit dazu kriegt, ja, dann wird das wahrscheinlich das Ding sein, was ich demnächst für Overlord-Runs benutze. Also, das, wie gesagt, er kann sich von sich aus heilen. Das finde ich einfach. Ohne dass man was machen muss. Also ich muss kein Micromanagement betreiben. Ich muss, du willst aber auch echt, dass das Ding gepusht wird, oder? Ich muss auf nichts achten, kein Cooldown, also Cooldown schon, aber ich muss nicht drauf gucken und irgendwas dann machen oder sowas. Es ist schlicht und ergreifend eine Heilung, die passiv nebenher läuft und ich halt mich nur reinstellen muss. So, das ist der einzige Drawback dabei. So, aber ich sag mal so, das ist für mich kein wirklicher Drawback. Also, ja, klar, es ist schon klar, ist ein Nachteil, dass es halt eine Bereichsheilung ist. Aber, ich sag mal so, ihr seht, ich gehe ziemlich reckless damit um, dass ich Schaden kriege. Normal mache ich das im Overlord nie. Da gucke ich immer, dass ich irgendwo weit genug weg bin von allem, was Schaden drückt. Ich meine, mir fehlt halt auch gerade die Agility dazu, überhaupt auszuweichen. Das könnte halt auch wirklich... Das könnte halt auch wirklich der größte Nachteil von der Myrmidonen sein. Dass ich halt eigentlich... Ja, komm. Dass ich ja eigentlich ziemlich langsam bin. Also wäre ich ein bisschen mehr auf Wendigkeit gegangen, würde ich gar keinen Schaden kriegen. Oh. Aber wie gesagt, die würde ich nicht mal auf Agility und Dodgen spielen. Die würde ich schlicht und ergreifend auf Rüstungswert und Blockkraft spielen. Und dann würde ich einfach gnadenlos hingehen und sagen, ja, okay, gut, ihr kommt, drückt mir vielleicht so ein paar Punkte Schaden. Ich block den Großteil sowieso ab. Und heil mich dann selbstständig. Ach, tut mir leid, das ist ja... Nee. Nee, muss echt nicht sein. Also tut mir leid, das Ding ist schlicht und ergreifend zu viel. Des Guten. So. Ne, expansiv. Ja, so. Jetzt nehme ich noch unzerstörbar. Ja. Dann die Widerstandskraft. Ich sage ja, der will, dass das Ding gepusht wird. Physikalisch. Schadensmodifikator. Ey, ganz ehrlich. Lächerlich. Also zwischen den beiden entscheidet sich, der ist... Also die magischen sind nicht das, womit ich den Hauptdamage drücke, bin ich mir ziemlich sicher. Das für alle? Das für... Aber das kriege ich auch anders. So einen hohen Schadensmodifikator auf drei meiner Fähigkeiten. Muss ich einfach nehmen. Und ich gehe davon aus, die Hauptfertigkeit wird die 1 sein. Also gehe ich davon aus, dass wir uns hier das einfach gönnen können. Geblockt. Also ihr seht, ich bin bei 275 live eigentlich. So, und muss nicht mal viel machen. So. Also wirklich, so
Das ist ein Anfänger, Charakter. So. Aber wie gesagt, manche müssen halt Micromanagement betreiben, manche müssen halt so im Endeffekt Sidequests erledigen. Der Assassine beispielsweise muss einen speziellen Gegner besiegen auf seiner Fahndungsliste oder Todesliste oder wie das Ding auch immer heißt. Persönlich muss ich sagen, ist das Ding boah, schwierig. Dadurch, dass der Gegner auch viel, viel mehr Leben hat als die meisten anderen. Und trotzdem. Wie gesagt, mir fehlt's am Schaden. Das ist aber wie gesagt normal. Mir fehlen halt noch diverse Modifikatoren. Mir fehlt die Fähigkeit, was auch immer die sein wird. Wenn das auch nochmal tanky sein wird, dann drehe ich am Rad. Keine Ahnung, so. Du musst eins von deinen Viechern gibt dir dann noch Rüstung oder irgendwie so dazu. So Rüststärke. Dann, also wie gesagt, dann drehe ich am Rad. Aber wie gesagt, das Viech braucht nicht noch viel bikiger werden. Wird es definitiv durch die Upgrades. Da wird auch sowas wie Leben und sowas dabei sein. Ich guck jetzt mal. Okay, also man muss sich trotzdem noch bewegen. Zumindest für den Anfang. Muss man sich halt immer noch bewegen. Aber. So, ich habe ja auch schon wieder ein paar. Effektiver Bereich, Mehrfachwirkung. Mehrfachwirkung. Hauch von Eis. Wendig. Ja, aber bringt mir gerade eigentlich nichts. Also der böswillige Angriff ist immer dann praktisch, wenn ihr viele Debuffs habt und dann die Fähigkeit habt mit dem Crit, hast du eine 50% Chance, dass der Status triggert. Das ist super, super stark, die Kombi, weil dann habt ihr halt noch, okay, das habt ihr mit Gift und Gift gibt dann nochmal Unheil dazu. Mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Und dann kann man so eine Kette bilden. Aber es ist halt auch ein Damage-Up. Also hier, komm, nehmen wir. Das flatte Damage-Up. Tödliche Wirkung. Nee. Kraftvolle Schläge. Einfach aus dem Grunde, weil ich jetzt meiner Meinung nach keine Defense brauche. Guckt euch an, ich bin gerade stehen geblieben und hab ein Drittel meines Lebens noch verloren. Ja, also das, normal bin ich dann tot, wenn ich so lange stehen bleibe. Fähigkeit, ja. Moment, Gletscher Dreizack ist der hier, oder? Ja, nehmen wir den. Ja. Da, voll. Ist ja wohl lächerlich. Das hätte ich mit Flüchen spielen können. So. Ich meine, es ist auch ein bisschen her, dass ich einen neuen Charakter gespielt habe, also einen komplett frischen Charakter. Weil ich habe das Spiel keine Woche gespielt, da ist der Ingenieur rausgekommen. Ich glaube, es war nur eine Woche. Und ja, hier das Viech ist halt entweder durch die ganzen passiven Buffs durch die anderen ist das absolut broken. Aber ich finde die Fähigkeit von den Viechern, dass die mich heilen, finde ich einfach nee. Also, ich weiß nicht, wer auf die Schnapsidee gekommen ist, ein Viech zu machen, was sich selbst ohne Probleme heilt. Aber wie kommt man da drauf? So. Ja, ja. Chaosbringer. Hier, da, stirb Chaosbringer.
Zack. Ups. So. Tödliche Wirkung, Unbarmherzigkeit, kraftvoller Schlag. Genau das ist das, was ich halt meinte. Also immobilisieren. So, kritische Schläge können jetzt langsam zufügen. 50% Chance dafür. Zweite Prozent langsam. Das ist aber auch nicht so tragisch. Und das gibt es halt mit jedem anderen Status auch nochmal. Und das ist meiner Meinung nach einfach so geil, die Combo halt mit böswillige Angriffe. Muss man einfach nehmen. Aber wenn man viele Debuffs hat und zumindest eine halbwegs passable Crit-Chance, nimmt man die Dinger. So. Aber da wollte ich jetzt gerade einmal in die Heilung reinhüpfen. Einfach um so zu haben, aber im Endeffekt. Ich meine, ja, ich habe gesehen, die heilt nicht so viel. Aber es könnte halt auch daran liegen, dass ich auch nicht so viel Schaden bekomme. So. Nach der Runde gucken wir uns mal an, wie die Upgrades aussehen. Mehrfachwirkung. Tödlich. Wie gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, 2 oder 3 Overlord müssten drin sein. Zumindest von meinem Gefühl her. Also ich könnte mir auch vorstellen, Overlord 3 würde gehen. Vorausgesetzt, dass der Schaden mitzieht. Aber ja. Ich sag ja, also das Vieh kannst du einfach so brutal auf Tank spielen, meiner Meinung nach. Je nach Fähigkeit halt. Also viele Charakter werden dadurch nochmal komplett anders gespielt als ohne Fähigkeit. So. Wie gesagt, normal. Wir könnten da ruhig weitermachen. Aber oh, nice. Gehen wir raus. Ich möchte mir nämlich mal angucken, was die noch so hat. Ja. War zu wenig Erfahrung. Stimmt, ich habe ja gar keine Flüche benutzt. So, Erfolge. So. Meeresstörung. Sendet Wellen in alle Richtungen aus, die Schaden zufügt und langsam zufügt, erhalte Eisvenen-Eigenschaften brutal. So. Warte. Da wollte ich hin. Eisvenen. Verbrauch jedes Mal, wenn du eine Fähigkeit wirkst, 20 Stapel von Eisvenen, um Eiszapfen auf die Gegner abzufeuern, die schweren Schaden verursachen und langsam zufügen. Hält 120 Sekunden lang an. Ja. Okay. Wie gesagt, ich habe nie mit Eis gespielt. Also. Ich frage mich, was die hier nachher machen. Das ist heilig, das ist Schub. Und das ist Erde? Okay. So. Arkane, Eis, Heilig, Erde, Stoß. Was hast du denn so? Das wird das Ding sein, was ich upgrade.
Außer ein anderes hat auch nochmal einen Bereichsmodifikator. Also für mich ist es Pflicht, hier einen Bereichsmodifikator auf den Waffen zu haben, die ich wirklich to the top maxe. Maximale Gesundheit, kritische Chance, Rüstungsstärke. Naja, gut. Also wie gesagt, man muss halt gucken. Ich bin mit den Grundfähigkeiten, mit den Grundcharaktern bin ich überall soweit, da bin ich durch. Und halt mit dem Engineer, weil meiner Meinung nach der Engineer ist auch das Viech, was ich am höchsten gelevelt habe. Ist das, was man braucht zum Farmen. Also wenn ihr irgendwas farmen wollt, nehmt den Engineer. Es macht so viel mehr Sinn, den zu spielen. Joa. Also schlussendlich kann ich nur sagen, das Viech ist fucking OP. Also wenn sie es so lassen, wie ihr es jetzt hier gesehen habt, ich müsste mal gucken, dass ich noch irgendwie Damage in die reinkriege. Das wird dann aber da kommen, sobald ich da halt ein paar Level hoch bin. Und dann wird das Viech einfach nur rasieren. Also meiner Meinung nach könnte ich wahrscheinlich auch auf die... Moment, Fähigkeitenliste da. Auf nur den Gletscher-Dreizack spielen. Mit dem Fokus und wird da einfach komplett mit rasieren. Also wirklich, dass ich so eine brutale Fähigkeit von Anfang an hatte. Ich müsste mir gleich nochmal das Video angucken, wie viel Schaden die wirklich gedrückt hat. Aber ich gehe davon aus, dass die ordentlich gedrückt hat. Da könnte ich wahrscheinlich mit dem Fokus genau darauf spielen, nur die nehmen und wäre glücklich damit. Dann den Kettenblitz vielleicht noch dazu über eine andere Rune. Die sind halt einfach nur zum Farmen da, also die können jederzeit rausgenommen werden. Aber ja, das könnte richtig spannend werden. Naja, gut. Erster Eindruck von der Myrmidonin. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bei Soulstone Survivor. Ich hoffe, dass mir die Festplatte nicht nochmal abschmiert. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.